Ja, lieber Peter, 2023 wird der neue Landesbischof oder die neue Landesbischöfin gewählt. Die Synode, das Kirchenleiterorgan, wird die Wahl durchführen. So ist es richtig und so ist es die alte Ordnung. Warum sollte jetzt eine breite Diskussion in unserer Kirche über dieses Amt anfangen, wenn doch die Synode als Kirchenleiterorgan wählt? Ja, es ist schon richtig. Es ist eigentlich ein Synodalbischof, der von der Landessynode gewählt wird. Aber die Wahl dieser neuen Bischöfin, des neuen Bischofs, ist ja ein Akt, der eigentlich die ganze Kirche zu interessieren hat. Und es ist gerade im Sinne eines evangelischen Kirchenverständnisses, dass möglichst viele Anteil nehmen an dieser Wahl, sich dafür interessieren, weil die Wahl dieser neuen Person ja auch über die Richtung unserer Kirche insgesamt entscheidet. Okay, dann machen wir es aber gleich ganz anders. Dann fragen wir doch die Breite der Bevölkerung, die Breite unseres Kirchenvolkes, und die wählen dann ihren Bischof. Ja, das wäre sowas wie eine Urwahl. Also, ich finde, da gelten die gleichen Vorbehalte wie bei Volksbegehren oder die gleichen Argumente pro und contra. Es gibt schon ein paar Argumente dafür, weil dann die Mehrheit der Kirchenmitglieder vielleicht sagen würden, das ist genau der, den ich wollte. Andererseits ist es so, dass das Landesbischofsamt ja ein Teil eines sehr komplexen Gefüges von Leitungsorganen unserer Landeskirche ist. Und sich darin bewegen zu können und sich darin auszukennen, das erfordert bestimmte Kompetenzen. Und da wissen, glaube ich, die Landessynodalen sehr genau darüber Bescheid, welche Person das zu leisten vermag und welche nicht. Und deswegen bin ich persönlich dafür, es bei der Wahl durch dieses ja auch durch die Kirchenbasis gewählte Gremium der Landessynodalen zu belassen. Okay, gehen wir mal auf die Gemeindeebene. Wäre es nicht ein Vorschlag für die Gemeindeebene, dass in Zukunft die Gemeindeglieder ihren Pfarrer, ihre Pfarrerin wählen? Die sind doch viel näher dran. Das wäre doch Transparenz. Das wäre doch die Beteiligung, die wir brauchen in unserer Kirche. Auch prinzipiell ein sympathischer Vorschlag. Man merkt, dass Hans-Jürgen Louisville eine Zeit lang in der Schweiz verbracht hat, weil das ja ein Schweizer Modell ist, das von der Gemeinde direkt wählen zu lassen. Ich bin dagegen als ja, geborener Lutheraner sozusagen, aber aus sachlichen Gründen, weil ich glaube, wenn es gut geht, dass der Kirchenvorstand, die Mitglieder des Kirchenvorstands tatsächlich die Breite einer Ortsgemeinde auch repräsentieren und wenn es gut geht, dann auch diejenigen repräsentieren, die bei einer Urwahl, bei einer Direktwahl gar nicht kommen würden. Also sich gerade zum Anwalt der Interessen und der religiösen Anliegen aller in der Gemeinde machen. Das ist so meine Idealvorstellung. Ein zweites Argument spricht auch noch dafür, dass der Kirchenvorstand in Verbindung mit dem Landeskirchenamt, dem Landeskirchenrat, die Pfarrperson bestimmt, weil es ja nicht nur um die Einzelgemeinde geht. Es geht ja darum, dass wir in einem Netzwerk unserer bayerischen Landeskirche uns bewegen. Und da sind nicht nur die Interessen der Ortsgemeinde zu bedenken, sondern eben auch noch weitere Interessen und auch weitere Anliegen als Gesamt einer regionalen Kirche. Gut, dann lassen wir es mal so stehen und schauen, wie die Synodalen wählen.